Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist. Und heute geht es um den Lackzustand eines Fisker Ocean One. Ich habe mich mit diesem Auto 0,000 beschäftigt, habe durch Zufall mitbekommen, dass wir hier einen in der Firma haben. Und der junge Mann ist im Grunde genommen auf uns gekommen durch Owe. Also Owe, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Schön, dass du auch für mich immer Werbung machst. Nach dem Intro fahre ich das Auto kurz. Wir fahren einmal um die Ecke hier, wir gucken uns das Auto an und vor allen Dingen erzähle ich euch ein bisschen was zu dem Lack. Das geht nach dem Intro los. Aber an erster Stelle, eine Sache habe ich noch, bevor wir da unser cooles Intro bringen. Wenn du diesen Kanal noch nie gesehen hast und noch nicht abonniert hast und dir dieses Video gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du ein Abo da lässt oder ein Like oder ein Kommentar. Wie du weißt, nee, wenn du meinen Kanal noch nicht kennst, weißt du es nicht. Ich beantworte in der Regel alle Kommentare. Ich trete mit euch in Interaktion. Vielen Dank, dass du deine Lebenszeit mir schenkst und meine Videos guckst. Also, jetzt geht's los nach dem Intro. Ja, da sind wir wieder. Und jetzt habe ich hier einen Hannoveraner. Moin. Moin, moin. Ich grüße dich. Ja, wir machen das mal so, ja. Ne, Corona und so. Und sag mal, dein Name? Franz Karl. Franz. Und Franz, du hast dich für den Fisker entschieden. Ja. Das hat bestimmt viele Gründe. Welche zum Beispiel? Also die Form. Ich find, das Auto ist einfach geil. Ja. Reichweite. Ja. Das war mir auch sehr wichtig. Und was Neues. Ja. Ich bin sehr innovativ angelegt. Also okay. Ich möchte gerne neue Sachen haben. Perfekt. Soll ich in die Kamera gucken? Oder? Du, wir machen das so mal in die Kamera, mal gucken wir uns. Jetzt gehen wir erstmal langsam zu deinem Auto. Es ist Sonnabend, wieder mal eine Spezialauslieferung. Manchmal machen wir das, dass der Wahid hier ist oder ich. Es kommt immer darauf an, du konntest auch gar nicht anders. Ne? Schwierig. Ja. Immer selbstständig, immer freischaufeln. Was machst du? Welche Business ich kommst du? Ich bin Zahntechniker. Ah, okay. Ich baue die kleinen Sachen. Ja, auch wichtig, ne? Ja. Im Grunde machen wir das hin und wieder. Es ist aber zeitweise so doll und so viel geworden, dass wir dann fast jedes Wochenende hier waren. Deswegen haben wir das eingeschränkt. Hast du bei mir auch gemerkt. Ich war ein bisschen skeptisch. Alles gut. Verstehe ich alles. Aber dann habe ich das coole Auto gesehen und habe gesagt, hey, da muss ich doch mal fragen, ob wir gleichzeitig ein Video drehen. Weil ich von diesem Auto noch gar nichts weiß. Und du hast dich ja im Vorwege erkundigt und deswegen können wir uns jetzt das Auto angucken. Jetzt gucken wir uns aber erstmal den strahlenden Lack an. Ich bin gespannt, was man aus so einem schönen Auto noch machen kann. Ja, ich auch. Da steht das gute Stück. Dann machen wir mal Licht an hier. Guck ihn dir an! Der Amerikaner würde sagen, Water Beauty. Sehr schön, sehr schön. Ne? Das ist doch. Ich sage immer wieder, Glanz ist natürlich der Hammer. Schwarz, Hochglanz, aber eben auch pflegeintensiv. Das ist halt echt. Ne? Was man aus einem schönen Auto noch alles rausholen kann. Ja, das sieht Hammer aus, oder? Ja, sehr, sehr schön. Habt ihr das Video eigentlich damals gesehen, als ich Owe seinen Fisker aufgearbeitet habe? Der hat ja einen Lack, der war Glassplitter drin, zermalmte Glassplitter. Unfassbar schwer nachzulackieren, deswegen haben wir auch gar nicht viel lackiert. Wir haben den wirklich wieder aufgearbeitet und das war extrem schwer. Das war damals das schlechteste Auto, was ich jemals hatte. Das Video verlinke ich hier. Oder hier? Ich weiß das immer nicht. Also irgendwo verlinke ich euch das Video, dass ihr euch das mal angucken könnt. Ich bin schlecht im Namen. Jetzt habe ich den Namen schnell vergessen. Franz. Franz, warum Fisker Karma, sage ich schon. Warum Fisker Ocean One? Ja, es gibt One heißt, ist eine bestimmte... Eine One Edition, ja. Gibt 5000 Stück von. Die sind komplett ausgestattet mit allem drum, was es gibt. Okay. Und erstmal den Markt zu führen damit. Ja. Darf ich fragen, was so ein Auto kostet? Ich habe keine Ahnung. Der geht, der hat mich jetzt 70.000 gekostet. Ja. Also, mit Anhängerkupplung mit allem drum. Ja. Jetzt der Akku, welche Größe haben wir da? 113 Kilowatt, 107 nutzbar. Okay. Und du bist jetzt wie viele Kilometer mit dem Auto gefahren? Etwas über 3.000. Über 3.000. Oben hat er ja Solarpanel. Ja. Wie viel ungefähr mag das bringen? Ist mir nicht genau bekannt. Wird gesagt, 300 Watt haben wir. Also ein normales Panel, was auf dem Dach oben drauf sitzt. Ja, okay. Einmal hilft der Hochvoltbatterie zum Nachladen. Ja. Und soll im Jahr bis zu 3.000 Kilometer bei günstigen
Okay. Sonneneinstrahlung. Also 1500 wahrscheinlich, ja. Im Norden bei uns, aber mal gut. Ist ja alles gut, ist ja ein Stück dazu. Das ja. ist auch ein Grund, weshalb ich das gewählt habe. Okay. Nachhaltigkeit, es wird in Österreich produziert, bei Magna, CO2-freie ja. Fabrik. Okay. In dem Auto sind 50 Kilogramm PET-Flaschen verbaut. Ach wenn was, du, wenn du dir vorstellst, 50 Kilo? Wie groß der Berg ist, wenn 50 ja. Kilo Flaschen, wow. Kilogramm Flaschen drin das sind. Das ist irre. In den Fußmatten, in der ganzen Geschichte, was drin ist. Sehr cool. Alles vegan, ist kein Leder drin. Es ist halt, das hat mich auch interessiert. Ja, perfekt. Wir machen mal jetzt ein paar Aufnahmen vom Auto und dann werden wir den mal, also ich meine Fotoaufnahmen für Thumbnail, damit mein super Grafiker wieder ein tolles Thumbnail bauen kann. Und dann fahren wir ihn mal raus. Lackzustand, habe ich eben schon zum Franz gesagt, ist richtig gut. Ja, gut. Kann man hier drinnen natürlich bei der Beleuchtung, seht ihr selber, kann man das natürlich hervorragend sehen. Da sieht man jede Unebenheit, aber der Lackverlauf, also die Glätte des Lackes ist top. Also da kann man nicht meckern. Ja, dann fahren wir doch mal raus. Auch ein interessantes Geräusch, oder? Der hat einen California-Mode und da kannst du im Grunde genommen die Scheibe hinten runter, die ganzen Scheiben mit einem Klick, zack, sind die Scheiben unten. Und das gesamte Schiebedach geht auf. Ja, mega. Und hier hinten auch. Also du hast einmal ein komplett durchlüftetes Auto. Fantastisch. Und ich darf fahren. Ich mache jetzt einmal die Butze hier zu und dann fahren wir mal eine Runde. Ich bin ja mal gespannt, wie sich das Auto fahren lässt. Aussehen tut er doch mega. Oh, bequem. Oh, bequem. Ja. Ich habe mich hingesetzt und habe mich wohlgefühlt. Ja, aber hallo, die Sitze sind ja der Hammer. Das ist ja das immer, was ich sage. Ich bin ja nun nicht der super Autotester, so wie der Oliver. Auch der hat ja ein Video darüber gedreht. Das verlinke ich euch auch mal hier irgendwo oben. Und Oliver Krüger von 163 Grad an dieser Stelle. Ich grüße dich. Und ich bin aber so, ich sage immer, ein bisschen fahren und den ersten Eindruck. Aber hier, wenn du dich hier reinsetzt, oh, das passt. Geil. In einen passenden Schuh, ja. Du darfst füllen. Genau, so rum, so haben wir uns ja. beide drauf. Wheelhebel am Stock. Ja, genau, drehen oder? Nee, nach oben, nach unten. Nach oben, nach unten. Nach unten. Das ist Dauer, wenn man aber mal kurz rückwärts. Hat ja auch interessantes. Parkbremse, ach, die musst du manuell lösen? Links, da ein Druckknopf. Ah, da. Ja. Ja. Aha, das geht bei Tesla ja automatisch. Ja, es geht vielleicht auch automatisch, aber es ist halt neues Fahrzeug. Ja. Ich mach dir mal den Fun-Modus. Ja, mach mal. Ja, im Fahren geht das. Ach so. Da Fahren. Kommt er viel schneller. Und dieser Earth-Modus, da hat er so eine leichte Verzögerung, wie eine Kupplung. Das ist ja auch interessant. Das ist hier faltbar. Ah, guck mal, das muss meine Frau immer haben. Die ist immer so klein und die wird immer so geblendet. Und bei meinem Model S kriegt sie immer die Krise, weil es ist ja nur so ein Streifen. Ne? Alles durchdacht hier, einen digitalen Rückspiegel, wenn du einen brauchst. Wow, das ist ja cool. Er hat hinten keinen Heckscheibenwischer und deshalb hat man den gemacht. Du kannst hinten zuladen, die Heckscheibe. Was haben wir hier? Das ist die Fahrerüberwachung. Die was? Die Fahrerüberwachung, falls du müde wirst. Also das. Ach so, also werden wir hier ständig gefilmt. Ja. Hast du schon mal ausprobiert, dass du so müde getan Nein, hast? Nein, habe ich nicht. Ich will's nicht riskieren. Dass Wie ist mit autonom fahren? Ist in Planung. Dieses Auto ist genial. Hardware super. Ja. Software ist noch stark ausbaufähig. Okay. Ich habe die neueste Version drin. Kommt die Over-the-Air? Die kommt Software? Jetzt, ja. Jetzt, ja. Du musst bei größeren Software fährst du hin oder der Servicetechnik kommt zu dir. Das Umfeld ist noch nicht ganz klar. Okay. Das ist, wer den Service macht. Aber das ist ja echt mal witzig, ne? Das ist ja. Und wenn du unten mal gucken willst, ob einer zu dicht auffährt, machst du diesen. Ja? Und dann kannst du gucken, wer zu dicht auffährt. Das ist schon schön. Das finde ich cool. Dieses Teil, das ist drehbar, das kann ich dir noch zeigen. Ja. Das nennt sich dann Hollywood Mode. Und dann kannst du, wenn du lädst, kannst du quasi Filme gucken. Ja, Wahnsinn.
Aber das ist, finde ich, also das begeistert mich schon da. Ja, ist genial, weil du wirklich zubauen kannst hinten. Ja. Und auch Regen macht ja nichts aus, wenn die Scheibe hinten nass ist. Sehr cool. Er hat 485 PS. Das wäre meine nächste Frage gewesen, genau. Und ich werde jetzt mal den Vanja fragen, was für eine Akkutechnik der hat. Ob der eben. Was möchtest du hier? Ob er eben die. Wenn du zu schnell fährst, da. Ach so. Tesla-Zellen drin hat oder die Pouch-Zellen. Der hat, glaube ich, von Kettle. Okay. Oh ja. Oh ja. Ja, schön und Druck. Schön leise, auf jeden Fall. Für so ein großes Auto. Ich finde auch, wenn du 130 fährst, hast du eigentlich kaum Windgeräusche. Ich zumindest nehme es so wahr, dass es wenig ist. Jetzt stelle ich mir vor, wenn du den noch dämmst, ne? Das wird ja noch leiser. Weil jetzt hörst du natürlich noch ein bisschen die Abrollgeräusche. Also es geht ja immer, man kann ja immer. Aber der fährt sich schon so. Man fühlt sich wohl drin, man steigt ein und fühlt sich wohl. Genau, der Sitz ist phänomenal. Also das ist, ist echt nur, total ergonomisch. Hat, hat auch keine Wangen an der Seite, aber du fühlst dich wirklich sicher. Das Spielzeug finde ich genial. Erstmal also ist 207 abgeregelt, das reicht auch. Ja. Wer kann denn heute noch 207 fahren? Ja. Nee, also Fahrgefühl, muss ich sagen, gefällt mir sehr. Und er schwebt. Also das ist wirklich, der sitzt auf der Straße. Ich bin ja mit dem Mini gekommen, ist auch ein schönes Auto, was Straßenlage hat. Elektrisch und, oder? Nein, nee, das ist der alte Mini. One ist das, glaube ich. Wie bist du jetzt mit zwei Autos denn? Wie kommst du jetzt zurück? Das Auto wird von meinem Schwiegersohn geholt. Ach so, okay. Sag mal, Fisker, die alte Firma, ist das die, ist, also andersrum gesagt, ist das der alte Gründer von damals, Fisker? Ja, Henrik Fisker. Ja. Der hat zum Beispiel den DB9 gedesignt, den Z8 designt bei BMW. Okay. Und hat meines Wissens nach die Anfänge von Tesla mitgemacht, mit dem Design. Okay. Der Fisker ist einmal pleite gegangen, er weiß, wie es ist. Ja. Deshalb gebe ich ihm gerne eine zweite Chance. In Europa ist es da so, da konnte er ja auch nicht mal viel für, ne? Das gab auch damals die ganzen... Er war zu früh. Ja. Die ganze Technik mit den Batterien war noch nicht ausgereift. Ja. Naja, und dann kam der Hurricane damals, wo die ganzen Autos Genau, die sind ja abgesoffen. Ja. Also der hat viel Pech gehabt. Ja. Hier sind viele recycelte Produkte drin. Und zwar, hast du gesagt, 50 oder 55? 50 Kilo alte Flaschen, also PET-Flaschen. Wenn man sich da vorstellt, was das für ein Berg ist. Ja, das ist wirklich. Und das ist in den Materialien für die Sitze teilweise vielleicht auch und für die Matten, für alles ist das verbaut. Wer meine Videos kennt, ich habe hier immer so eine spezielle Hoppelstrecke, die fahre ich immer dann. Da kann ich immer gut dran erkennen, wie ein Auto wirklich gedämmt ist. Weil typische Lübecker Altstadt, wir haben hier wirklich noch so Kopfsteinpflaster. Und das wird mich ja wahnsinnig machen. Ich fahre immer ein bisschen zu schnell. Das kann man rausnehmen. Ah ja, okay. Das hält aber nicht. Für lange, leider. Alles gut. Bis zum nächsten Start. Ah ja. Er hat auch völlig andere Töne, ne? Beim Rückwärtsfahren, beim Blinken. Er ist sehr laut, beim Abschließen hat er diesen Warnton. Es ist halt der Fisker ist unique für mich. Ja. Und dieser Kalifornien-Mode ist ja auch total. Ist der Hammer. Ist ja Hammer. Das war auch ein ausschlaggebender Punkt. Die Reichweite. Wie gesagt, meine Tochter studiert in Greifswald. Ich wollte einmal hinkommen, ohne laden zu müssen. Ja. Funktioniert. So, hier kommt jetzt unsere Lübecker Kopfsteinpflaster-Huppelstrecke. Soweit ich weiß, rappelt nichts, aber ich bin gespannt. Ich auch. Ja. Also klappert tut schon mal wirklich nichts, das ist schon mal sehr viel wert. Ja, also das... Man könnte mit Dämmung natürlich noch ein bisschen mehr rausholen, aber das Auto ist schon wirklich gut gedämmt. Du hast ja auch Musik an normalerweise und... Nee, also für mich ist Klappern das Schlimmste, wenn das irgendwo knirscht und knatscht und das tut der hier jetzt gar nicht, ne? Ja. In Hamburg, wie bei Tesla, Niederlassung direkt? Ja, es nennt sich Service Center und Auslieferungscenter. In Hamburg haben sie, glaube ich, nur ein Auslieferungscenter. Mein nächstes Service Center ist in Neuss, in Düsseldorf. Da muss das Auto halt hingebracht werden, ich muss es selber hinbringen. Normalerweise wird es mit Huckepack abgeholt. Okay. Ich hatte letztens ein 12-Volt Batterieproblem. Das ist leicht bei dir im Auto leider ein bisschen schlecht. Du kannst die Fronthaube nicht öffnen. Oh, okay. Nur mit speziellem Werkzeug.
Also muss das Ding hochgenommen werden. Nur diese 12-Volt-Batterie-Problematik haben viele Elektrofahrzeuge. Ja. Und da hoffe ich halt drauf, dass es demnächst Service-Teams gibt, die mobil sind, die dann kommen und dir helfen. Und da braucht das Auto nicht auf. Mensch, da muss ich mir ja vielleicht mal als Bodyshop bewerben, ne? Fällt mir gerade so ein. Was ich auch, ich weiß nicht, ob deine Jungs das gesagt haben, die Kotflügel müssten aus Kunststoff sein. Okay, kann man gleich mal klopfen. Das ist, da finde ich auch, dass die den Farbübergang hingekriegt haben. Das ist auch schwierig, glaube ich, Metall und Kunststoff. Aber, ja, bei Silber ist es oftmals ein Problem. Ich weiß nicht, ob es das auch in Silber gibt. Da legen sich die Pigmente, manchmal halt die Aluminiumpigmente, wegen der statischen Aufladung einfach anders. Dadurch hast du eine andere Lichtbrechung und dann kannst du schon zu Farbtonunterschieden kommen. Aber ich glaube, die im Werk sind heute so weit, dass sie alles mit Antistatik, sag ich mal, entweder abgerieben haben. Da gibt es verschiedene Verfahren. Und da werden die sicherlich keine Probleme mit haben. Haben wir dann eher im Reparaturbereich nachher. Ne? Ja, was mir auch gefallen hat daran an dem Auto, dass es in Österreich gefertigt wird, bei Magna Steyr. Ja. Die bauen Jaguar, die bauen BMW und auch Mercedes teilweise. Okay. Und das ist halt der andere Ansatz, den Fisker hat. Der will nicht selber produzieren, er lässt produzieren und konzentriert sich aufs Design. Okay, das ist auch mal interessant. Wie heißt das? Der Steyr? Magna Steyr. Da muss ich mal echt mal gucken. Das ist der größte Produzent, auch der hat Zulieferer. Ja. Und mittlerweile produziert er ja auch. Weißt du, wie viel da ungefähr geplant ist hier in Serie von dem Fisker? Ich denke mal, die ersten 5000 sind raus. Dieses Jahr wollte er 35 machen und nächstes Jahr, glaube ich, um die 50. Oha. Zahlen unter Vorbehalt und hat schon die nächste in der Pipeline. Das ist der Fisker Pier. Das ist ein kleiner Fisker für die Stadt mehr. Wie ist das bei dir? Willst du dann mit deinem schönen Auto in die Waschanlage fahren? Das ist die zweite Frage. Ich will nicht. Mir wäre es am liebsten, dass ich sie mit einem Hochdruckreiniger oder mit einem Wasserstrahl sauber machen kann. Deshalb ist auch die Beschichtung mit Keramik. Ja, perfekt. Dass der Dreck nicht so haftet. Ja, sehr gut. Uwe fährt ja einmal in die Waschanlage. Ich kriege ja immer die Krise. Ja, muss es ja theoretisch auch aushalten, aber ich habe es nicht so vor. Nee, dass man, ist auch besser. Es soll so schön bleiben. So, rückwärts. Das ist auch ein komisches Geräusch, ne? Ja. Das fasziniert mich am meisten, den umklappbaren Spiegel. Du kannst ihn halt auch noch hier, wenn du willst, kannst ihn noch kippen und was nicht alles machen. Wahnsinn. Das finde ich echt hervorragend, ja. Mega. Ja, ein gutes Glas rein hier. Mega, mega und cool. Und für den Beifahrer natürlich auch. Dafür hat er kein Handschuhfach, aber unter den Sitzen sind Staufächer. Ja, hinten hat er die Limo-Mode. Da kannst du also von hier hinten das quasi nochmal alles regeln. Mega. Das ist halt, das macht diese One Edition aus. Ja. Und einen schönen Kofferraum, ne? Ja. Hier hast du Steckdose. 3000 Watt kannst du ziehen, da kannst du eine Espressomaschine reintun. Wenn du lädst, kannst du einen eigenen Espresso machen. Ja, super. Auch hier, nicht schlecht, auch mitgedacht. Ja. Hier kannst du deine Tüten reinhängen, die Tragetaschen. Es ist wirklich echt super. Aber man merkt auch, du bist der totale Fan, ja, ne? Hier ist noch ein Fach. Ah, okay. Mega. Toll. Du kannst die Sitze neigen nochmal von der Rücksitzbank. Super. Eine Anhängerkupplung hat er drunter. Super. Meine Lieben, kurzer Eindruck von Fisker Ocean One und ja, wir sind gespannt, wie der Markt dieses Fahrzeug aufnehmen wird.
Panzer, dich erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das Auto mir vorzustellen. Ich habe noch nie drinnen gesessen, noch nie einen hier gehabt. Keramikversiegelung haben wir gemacht, der Lack ist tippitoppi und jetzt kommt es auf deine Pflege drauf an. Dir drücke ich gleich nochmal ein Pflegeset in die Hand, vielen Dank. Waschhandschuhe und solche Sachen. Und wenn du Fragen zum Fisker hast oder beziehungsweise zur Keramikversiegelung, wenn ich jetzt Zeit gehabt hätte, hätte ich mir nochmal die Hohlräume angeguckt und die Karosserie ein bisschen, aber demnächst vielleicht, da schauen wir dann mal. Du kommst vorbei, super. Dann machen wir nochmal einen Termin, gucken uns mal die Hohlräume an. Das ist das große Thema im Moment, Hohlraumversiegelung, Kia, Hyundai, einige fehlen, Tesla, nichts drin und so weiter und so fort. Da sind wir im Moment bös im Geschäft, um alle Fahrzeuge für den Winter fit zu kriegen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Schön, dass du wieder dabei warst. Ist tatsächlich auch ein bisschen länger geworden, aber eine schöne Fahrt haben wir. Danke für deine Informationen. Vielen Dank. Und ich freue mich, das nächste Mal dich wiederzusehen. Denk dran, Kommentar, liken, abonnieren, alles was geht. Und bleib gesund. Hab eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Ciao.